Bevor ich mit dem richtigen Video anfange, wollte ich euch noch Jacken von Naked zeigen. Und zwar habt ihr mit dem Code MIMOSA20 20% Rabatt. Also greift unbedingt zu, weil diese Jacken sind richtig krass, die sind mega warm und sehen sehr stylisch aus. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Durchstöbern. Die ganzen Jacken findet ihr in der Infobox und ja, viel Spaß beim Video. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Adriana und Vanessa. Wir haben hier diese Taschen aufgestellt, weil wir uns jetzt Halloween-mäßig schminken werden und wir dürfen nicht sehen, was die anderen zwei schminken. Das wird jetzt richtig spannend, aber wir haben das jetzt ein bisschen schwieriger gemacht und zwar müssen wir mit Augen zu hier die NYX Kosmetik-Produkte aussuchen und dann uns einfach mit diesen Produkten, die wir rausziehen, schminken. Also Vanessa, Augen zu, du darfst dir drei Sachen aussuchen. Die Farbe ist schon länger. Ja, mich. Wie viel drü? Ja. Augen zu. Also die Palette dürfen wir nicht benutzen. Nein, das ist nur der Spiegel. Okay, gut. Wow, sehr super. Oh, sorry. Ey, du bist am Schauen. Nein, ich schwöre. Die Bruschetta sind nur so. Okay, ich nehme jetzt einfach etwas. Wie viel Zeit haben wir? Nein, ey, das ist so dumm! Ja, egal, das ist ihr Lass mal schauen, was wir haben. Jetzt bin ich dran. Lass mal schauen, wer was hat. Nein! Ja, da jetzt können wir uns vorstellen, was es dir gibt. Boah, wenn ich deine Bruschetta an. Ich muss sie so als Nachbarin haben. Ja, ich muss es durch die ganze Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Und ich habe keine Ahnung, was ich schminke. Wisst ihr schon, was ihr macht? Nein. Keine Ahnung. Ah, übrigens sind wir bei meinen Schwiegereltern. Die haben uns ihre Wohnung offeriert für dieses Video, weil wir so eine Bar brauchen. Und. Das ja. Kann auch fangen. Ja. Wie viel Zeit? Let's go, bitches! Eigentlich Halloween? Ich liebe Halloween. Ich auch. Wir haben uns das so oft vorgenommen, dass wir ins Europapark fahren und dort Halloween verbringen, aber haben das jedes Jahr verpasst. Dieses Jahr wollten wir fix gehen, dann kam Corona. Ja, und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. As always. Oh mein Gott, was mache ich? Ich wollte eigentlich etwas
ganz anderes machen. Ich habe schon den ganzen Tag im Pinterest nachgeschaut, was ich machen könnte. Und jetzt, ja. Hey, voll unfair. Gell? Ich habe gar nicht gehört, das ist voll spontan. So siehst du sicher auch. Oh, ja, ich ja mein. Wow, den werde ich aber auch sonst benutzen. Das ist richtig geil. Leute, oh, wow, der ist so geil. Was war dein peinlichster Moment mit deinem Freund? Mein peinlichster Moment? Ja, erzähl mir, was dir am peinlichsten, also erzähl von deiner peinlichsten Geschichte, Adriana. Also, eigentlich ist mir nie etwas peinlich, aber das war irgendwie eine ganz blöde Situation. Als ich mit Krena, das ist mein Verlobter, als ich mit dem zusammen war, haben wir mal im Auto, waren wir so in einer ganz abgelassenen Gegend, waren wir im Auto und dann wir so, ja komm, wir machen ein bisschen rum hinten beim Auto. Das war genau das erste Mal, wo wir das gemacht haben. Dann sind wir nach hinten, haben ein bisschen geschmust, ne? Und damals haben wir so an der Scheibe. Sowas ist mir auch schon passiert! Und das war sowas ist mir auch schon passiert! Leute, das Mama und Papa wussten da noch nichts, ne? Und mein Herz, Leute, ging in die Hose. Oh. Ja, und dann schau. Und es war so. Am Regnen, so voll alles noch teilweise angeschlagen, deswegen haben wir nichts gesehen. Wir waren so, oh mein Gott, wer war das? Wir schauen raus, einfach ein Polizist. Nein, warum? Weil wir den Motor an hatten, weil es ja kalt war, hatten wir den Motor an und der hat uns einfach erwischt erstens und zweitens hat er uns dann gesagt, wir sollen sofort diesen Motor abstellen, weil der wäre umweltfreundlich, bla bla bla. Auf jeden Fall hat er uns einfach erwischt. Mann, ich hab's gerade voll versaut. Und ich weiß nicht zum Teufel, was ich tue. Ich auch nicht. Ich habe einfach eine Wimperntusche hier. Okay, das ist echt peinlich. Sowas ist mir auch mal passiert, Adi. Und Moment mal, dieser Polizist war ein Polizist, den wir schon tausendmal gesehen haben. Weil der aus der Gegend war. Also richtig peinlich, Leute. Auf jeden Fall, Leute, das Peinlichste, was mir passiert ist. Leute, ihr habt mich nicht. Warte, meine Füße sind in der Hose. Und was? Ich schmieg einfach. Don't still know my name. Weißt du, meine Challenge ist unfair. Wieso? Weil ich einfach unfair das Zeug habe. Ja, und ich werde jetzt sehen, was für Farbe ich benutzt habe. Jetzt erzähle ich was Peinliches. Und zwar hatte ich, das war ganz am Anfang von meiner Beziehung, und ich hatte so ein bisschen Streit mit ihm. Und wir waren so im Auto und er ist dann so ausgestiegen, weil wir waren halt so voll jung und pubertierend und haben alles übertrieben. Und dann wollte ich so in diesem Moment, also jung, schon über 18, ne? Wollte ich wegfahren und ich war so wütend, dass ich das Auto nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ich hatte das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Nein, er war noch im Auto, genau. Er saß noch neben mir im Auto und ich wollte so. Und dann habe ich so im ersten Gang voll Gas gegeben, Leute. Ich habe meinen Kopf am Lenkrad angeschlagen, weil das Auto so geruckt hat. Ich so. Er musste so lachen, ich so, lach nicht, du! Ich so, hör auf zu lachen und so. Und eigentlich musste ich selber vor lachen, aber ich hatte zu viel Stolz. Oh mein Gott. Und jetzt nicht wütend. Oh, ich hab geschrien. Nicht wütend zu sein, Leute, das war so peinlich. Ich habe mich so geschämt danach. Aber habe natürlich so getan, als wäre es nicht schlimm. Das war so mit das Peinlichste, finde ich, was ich mit ihm erlebt habe, nur weil ich mich so krass gefühlt habe. Oh mein Gott. Okay, Leute, seid ihr ready? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich schon lange.
Nein, komm, ich löse es jetzt auf. Ich habe keine Idee mehr. Es kommt nur noch Quatsch. Okay. Also soll ich jetzt einfach diese Kartons machen? Nein, Leute, nein, ich bin noch nicht fertig. Okay. Lass mir 2 Minuten. Also, Vani, erzähl mir eine Situation, wo du richtig wütend geworden bist, dass du geheult hast. Oh, das ist oft, ganz oft. Bei mir auch. Aber wegen Adriana? Ja. Ja, also sie kann, oft. Wenn Aha. sie dich auf die Palme bringt, dann richtig. Weißt du, warum das so ist? Nein. Ich glaube, weil ich sie so mag, so liebe, dass sie mich gleichzeitig so wütend macht. Ja, das ist immer so. Das ist wirklich so. Das heißt, du liebst mich nicht? Doch, aber du pilzt mich nicht. Du pilzt mich nicht auf die Palme. Okay, dann bin ich aber glücklich, du. Ich bin fertig! Okay. Nein, ich will euch für was erzählen. Ich war mal in einem Juwelierladen und ich weiß die Geschichte eh nicht mehr. Also nur noch kurz zu meiner Rechtsverteidigung, ja. Ich hatte einen Stift. Ich hatte diese Palette. Ich hatte genau diesen Lippenstift und einen Primer. What the hell? Also ich hatte... Nein, ich schwöre voll. Du hast gelogen. Ich hatte genau diese vier Sachen. Und zwar diesen roten Eyeliner, roten Lippenliner und weißen Dings. Concealer. Hey, voll gut, wie? Und Wimperntusche. Adriana, was hattest du? Ich hatte einen weißen Stift. Geil. Palette. Eyeshadow-Palette. Geil. Und ein Eyeliner. Oh, das ist ja voll gut. Und Glitzer. Okay, Leute, wie machen wir das jetzt? Nimm einfach weg, wir schauen uns das an. Okay, ich bin aufgeregt. Leute, wer hat eure Meinung gemacht? Ah ja, stimmt jetzt in den Kommentaren ab, wer das beste Make-up gemacht hat. Also, 1, 2, 3. Ja. Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!